Pickup-Time! Ich habe etwas mitgebracht! Hallo liebe Retro-Gaming-Maniacs, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Pickup-Time-Folge. Das ist gleichzeitig mein erstes Video, was ich jetzt abdrehe, seit ich aus dem Urlaub zurück bin. Was auch schon wieder etwas über eine gute halbe Woche her ist. Ich konnte mich vorher einfach irgendwie nicht aufraffen. Die erste Arbeitswoche nach 3 Wochen Urlaub, da wieder reinzukommen. Irgendwie bin ich abends geschlaucht gewesen am Sein. Ne? Wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, es geht heute eigentlich hauptsächlich um Filme, denn ich habe in meiner Urlaubssession nicht ein Game irgendwie ergattert, was vielleicht es wert gewesen wäre, dass man das mitnimmt. Aber ich habe was zum Anziehen gekauft. Ich war auch für Kranger Kirmes und ich als Potblach, ne, dachte so, das ist ja mal ein geiles Shirt, das passt ja genau auf mich. Und da habe ich noch eine ganz kleine nette Anekdote. Wir waren am Freitag da. Ich glaube, das war der erste Tag nach der Eröffnung. Sonst ist Kranger Kirmes gibt es ja schon seit Hunderten von Jahren. Und am Freitag war jetzt der erste offizielle Kirmestag und wir sind dann da gewesen. Und das Wetter, es war halt ziemlich ätzend heiß und stechend. Und damit ich mir halt nicht die Pläte verbrenne, habe ich da so ein Käppi immer dann da auf. Ne? Ja, und jetzt war das so, wir sind da einmal so rumgelaufen und ich habe dann erstmal eine kleine Pause gemacht, weil das war mir einfach so heiß, habe mich da auf die Treppe eines Fahrgeschäfts gesetzt und habe so verschwitzt, weil ich so, boah, ich brauche erstmal Luft, habe mein Käppi dann so vor mich gehabt, während ich da so saß und auf einmal kommt da einer vorbei und schmeißt mir 20 Cent in die Mütze. Ich denke so, what? Ich so zu dem, hör mal, das habe ich eigentlich gar nicht nötig, das brauche ich gar nicht, mir geht gut. Und er so, komm, ist egal, behalt. Du musst selber lachen. Und ich so, meine Güte, muss ich abgefuckt ausgesehen haben, dass er mir 20 Cent einfach in meinen Hut wirft. Da habe ich den einfach nur abgesetzt, um mal eben kurz so ein bisschen Luft an die Birne zu lassen. War noch eine ganz nette Anekdote. Und ja, die Süßwarenverkäufer haben es auch irgendwie nicht so richtig drauf, ne, mit den Lebkuchenherzchen. Ich blende da mal ein kleines Bild an, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Ja, derjenige hat sich zwar Mühe gegeben, das Ganze schön zu schreiben, aber hat halt leider einen kleinen, aber nicht ganz, hat auf jeden Fall einen guten Fehler reingehauen, ne? Fand ich noch lustig, das waren so die Dinge, die ich da auf Krange miterlebt habe. Ja, und dann habe ich mir natürlich dieses geile Shirt gegönnt und ein neues Armband, da! Das war's eigentlich von dem und der Rest sind Filme und was zum Lesen. Und zwar, ich fange mal mit dem Lesestoff an. Ich habe eigentlich nach einem Buch gesucht, wo ich denke, so, ja, das findest du vielleicht in der Bahnhofsbuchhandlung in Dortmund oder so, weil ich habe eben den letzten Tag, bevor wir in die Schweiz zurückgefahren sind, sind wir nach Dortmund noch gefahren, haben eine Stadtbummel gemacht und so weiter. Und dann bin ich da unterwegs gewesen und habe eben dieses Buch gesucht, habe das aber nicht gefunden. Dafür habe ich was anderes entdeckt, nämlich diese Chip hier, Kultcomputer der 80er für echte Retro-Fans. Und das scheint eine Neuauflage zu sein, weil ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es die schon mal mit einer CD dabei. Ich glaube, die CD habe ich sogar noch. Und hier ist es jetzt aber so, das ist jetzt die sozusagen ja, neu aktualisierte Neuauflage als Director's Cut. Da denke ich so, als Retro-Gamer und Fan der alten Sachen musste ich das einfach mitnehmen und das habe ich da ergattert. Und das andere, weil ich eben auch gerne alte Filme sammle, so aus den 80ern und 90ern und so weiter, fiel mir diese Zeitschrift hier ins Auge. Ich habe da die vorher noch nie gesehen und sind aber ganz interessante Themen hier drauf. Eins davon ist sogar ein Thema, da komme ich gleich noch zu. Und zwar die Movie Star Retro habe ich mir da noch mitgenommen. Und die beleuchtet halt so Themen, Filme der, was ist das, 70er bis 90er und Klassiker Special über Stirb langsam und Beastmaster oder auch die Mad Max Saga sind hier verschiedene Themen drin. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich lasse mich da mal überraschen, ich werde das dann irgendwann mal mir zu Gemüte führen. Ja, und das Buch, was ich eigentlich haben wollte, das ist die Bucketlist Gaming. 100 Games, die man gespielt haben sollte in seinem Leben. Da muss ich doch mal gucken, wie ich da anderweitig noch drankomme. Ich habe mir eine Filmreihe tatsächlich im Urlaub besorgt.
Ah, was noch lustig war, da Grüße an den lieben Mix Sester Chips. Hallöchen, Guido. Der hat nämlich zufällig in derselben Region Urlaub gemacht wie ich. Und dann haben wir uns beim guten Paddy, auch da nochmal ganz liebe Grüße an dich. Wir waren da auf seinem Campingplatz und haben uns da dann mal getroffen. Und dieser Zufall überhaupt, dass zwei so Retro-Game- und Hardware-Verrückte sich rein zufällig im selben Ort treffen, um da Urlaub zu machen. Da, also, Zufälle gibt's, ne? Da kann man nur denken so, hä? Aber war geil, hat sich so ergeben und wir hatten einen netten Abend. Ja, und ich habe jetzt gerade mal Mad Max angesprochen und da im Netto, im Urlaubsort, hatten die tatsächlich die Mad Max Collection. Ich bin bis jetzt zu faul gewesen, die Preise überall abzumachen, ist also noch eingeschweißt. Und da sind alle drei Mad Max Originalteile mit Mel Gibson drauf. Und das fehlte mir in meiner Sammlung noch. Und ich bin da totaler Fan auch irgendwie überhaupt von dieser Art Filme, wo irgendwie dystopisches Endzeitthema ist, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich aus der Reihe noch einen anderen Film besorgt. Dazu komme ich jetzt gleich als nächstes. Aber das habe ich im Urlaub dann tatsächlich da oben an der Nordsee in Butjadingen, in Burhafe, da habe ich das ergattert. Ne? Ja, Burhafe selber ist so ein Ort, wo ich denke, ist mal ganz nett, ist aber auch was ganz anderes als Cuxhaven, weil Cuxhaven hast du wirklich einen schönen langen Sandstrand, der da schön so ins Meer reingeht. Und da in Butjadingen, wo wir waren, da hast du halt überwiegend eigentlich nur Grünstrand. Und das Watt ist halt relativ schnell, relativ schlickig. Ansonsten landschaftlich schön, aber ich glaube nicht, dass wir da so schnell nochmal hinfahren. Das nächste Jahr wird wieder sicher an der Nordsee sein, aber sehr wahrscheinlich ein anderer Ort. So, jetzt komme ich aber zurück zu den Filmen, die ich mir da noch geholt habe. Und ich war ja vorhin beim Thema Dystopie und Endzeitstimmung und solche Geschichten. Und ein absolut, für mich absoluter Kultfilm, den ich jetzt endlich dann auch mal als DVD habe, ist Flucht aus Absalom. Und ja, den habe ich im André in Dortmund gekauft. Im Jahr 2022, John Robbins, gespielt von Ray Liotta, wegen Mordes verurteilt, soll psychisch geknackt werden. Er kommt in ein sadistisches Privatgefängnis, wird gefoltert. Vergeblich. Nun hat man ihn ausgesetzt auf diesem gnadenlosen Archipel mitten im Ozean. Die Gefangenen der Insel spalten sich in zwei Lager. Den weniger friedfertigen steht eine modern mordende Horde übelster Kreaturen gegenüber. Für John Robbins beginnt eine unvorstellbare Hetzjagd auf Leben und Tod. Action und Horror ohne Entrinnen. Nur für starke Nerven. Und der ist wirklich richtig geil, der Film. Ich muss mal gucken, steht hier irgendwie. Der ist von 1994 und da hat man wohl gedacht, im Jahr 2022 sieht das dann wirklich so schlimm aus. Ne? Und da gibt es dann solche Gefängnisinseln und sowas. Und ich freue mich drauf, den endlich mal wieder zu sehen, weil es ist echt schon so lange her. Ein anderer Film, der für mich Kult ist, den ich auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe, aber früher dann hin und wieder mal, wenn er denn mal im Fernsehen, im Free TV lief, ist Blinde Wut mit Rutger Hauer. Und da spielt er halt so einen Ex-Söldner, der zwar blind ist, aber Schwertmeister und der dann halt so eine Gangsterbande aushebelt irgendwann mal und coole Sprüche, coole Action, so richtig schön, so wie von damals. Ne? Von wann ist der eigentlich? Steht das hier zufällig? 1989, wenn ich es gerade richtig lese. Und ist auch so ein Ding, Uncut-Version. Sowas finde ich sowieso dann immer ganz gut. Ne? Und genauso wie Flucht aus Absalom ab 18 ist. Keine Ahnung, ob da irgendwie auch was Uncut ist in dem Moment. Also steht nichts von Director's Cut oder so. Das andere, da habe ich mir das mal wieder ins Leben gerufen, weil jetzt hier ein vierter Teil raus ist. Aus der Beverly Hills Reihe, das ist ja XLF, ich habe den noch nicht gesehen, aber da habe ich mir gedacht, du hast die ersten drei Teile schon gefühlt Jahrzehnte nicht mehr geguckt und deswegen habe ich dann da im Saturn in Dortmund die Beverly Hills Cop 3 Movie Collection mitgenommen und ja, ne, da sind alle drei Teile drauf und die kann man sich dann auch mal zu Gemüte führen irgendwann.
Freue ich mich schon drauf. Ich habe sowieso so viele Filme noch aus den 80ern und 90ern. Ich sammle die alle, auch Serien und so weiter. Und ich denke so, wenn ich irgendwann vielleicht mal nichts mehr mit Gaming mache oder dann irgendwie so, um meine Rente zu genießen und es könnte langweilig werden, dann ziehe ich mir die alle rein, von morgens bis abends. Beziehungsweise, weil ich das vielleicht auch mache, ist, es steht ja irgendwann an, dass meine linke Schulter operiert wird und dann falle ich 2 Monate aus und ich werde wahrscheinlich nicht rund um die Uhr vor dem PC hängen, um da irgendwelche Videos zu machen. Wenn ich es überhaupt kann mit Arm in der Schlinge, kann ich es wahrscheinlich sowieso vergessen. Aber das sind dann die Momente, wo ich mich auf die Couch schauen werde und genesen beim Schauen der guten alten Filme aus der guten alten Zeit. Ich habe aber auch was Neumodisches mitgenommen. Und zwar habe ich jetzt meine Guardians of the Galaxy Reihe vervollständigt. Den ersten Teil, den hatte ich bis jetzt, sagen wir mal, als Sicherheits-Download-Kopie auf meiner Festplatte. Den zweiten habe ich schon als Blu-ray, aber Teil 1 so als DVD oder Blu-ray habe ich noch nicht. Und den dritten Teil habe ich noch gar nicht gesehen, sodass ich das dann irgendwann mal alles in einer Reihe mir angucken kann. Freue ich mich auch schon drauf, weil ich mag eben nicht nur so dystopische Sachen, Endzeitstimmung und so weiter, genauso wie ich die 80er, 90er Jahre Action liebe oder Fantasy, Schwert und Magie, damit kriegst du mich auch immer, ne? Soweit finde ich auch total geil, sondern auch mit sowas. Was ich aber auch geil finde, und das war jetzt wieder der totale Witz, nach dem Motto, es lief gefühlt Jahre nicht im Free-TV. Und dann habe ich mir gedacht, ich will den immer mal wieder sehen, dann holst du dir den jetzt einfach. Und jetzt haben wir hier die Extended Version sogar. Und zwar ist die Rede von Der Patriot mit Mel Gibson. Ich finde den Film einfach geil. Und jetzt habe ich hier die Extended Version mitgenommen. Ja, was wollte ich sagen? Kaum habe ich den gekauft und nach Hause gebracht, gehe ich so durchs Fernsehprogramm, läuft auf einmal im Free-TV, so Murphys Gesetz, voll die Verarsche, ne? Jahrelang läuft der nicht und dann auf einmal, kaum habe ich ihn, da läuft der. Da denke ich auch so, ihr Arschlöcher, ey. Aber gut, konnten die ja nicht wissen, aber ich habe das, kennt ihr das Phänomen, du kaufst was und dann ist es kurze Zeit später in Aktion? Vorher hast du jahrelang darauf gewartet, sondern Motto, ja, jetzt könnten wir mal einen neuen Staubsauger gebrauchen oder so. Dann kaufst du den und 2 Wochen später ist der um 30% reduziert oder solche Geschichten. Und jetzt kriege ich das mit Filmen. Du kaufst den und dann kurze Zeit später läuft der doch im Free-TV und denkst so, hä, was läuft hier? Ne? Das ist manchmal total verrückt bei mir. Ich habe diese verrückten Zufälle dann auch teilweise, ne? So wie jetzt zum Beispiel den Mick zu treffen da oben an der 19. Denk so, hä? So, und der letzte, wo ich vorhin Fantasy und so angesprochen habe, einen habe ich hier noch. Auch da, den habe ich schon ewig nicht mehr im Fernsehen gesehen. Und da fiel mir der jetzt in die Flossen. Und zwar, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mag diesen Film. Es geht hier um Red Sonja. Ich finde den einfach irgendwie geil. Und da spielt Arnie ja auch mit. Und wie heißt die jetzt noch, die eigentlich Sängerin ist? Hier, Slave to the Rhythm, der Song ist von ihr. Ja, denkst du, ich komme jetzt drauf? Steht hier nicht zufällig? Brigitte Nielsen spielt mit. Richtig. Aber war da nicht noch jemand? Steht jetzt hier nicht drauf. Ah, Extras, es gibt noch eine Dokumentation. Arnold Schwarzenegger, der Mann, der Hollywood auf den Arm nahm. Making of Red Sonja vs. Kalito, Original-Trailer. Und ich freue mich schon drauf, den auch zu gucken. Ja, und das war es eigentlich auch. Das sind so meine Pickups, die ich da im Sommer hatte. Wie gesagt, es hat sich nicht ergeben, dass da irgendwelche Games für mich in Frage gekommen wären. Sonst gucke ich ja beim André schon mal. Ich war aber auch irgendwie nicht so richtig in Games-Kauflaune. Momentan habe ich so ein bisschen wenig Motivation. Ich hätte jetzt auch die letzten 2 Abende, mit dem, wo ich das hier jetzt aufnehme, hätte ich eigentlich auch Gelegenheit gehabt, noch mal ein bisschen was zu recorden. Aber jetzt die ersten Arbeitstage, ich muss da erstmal in den Rhythmus wieder reinkommen. Und dann war das so heiß hier. Ich habe jetzt auch bis gerade eben die Klimaanlage hier angehabt, damit man es hier einigermaßen aushalten kann. Und dann war ich so fertig, ich habe dann lieber Olympia geguckt, so, weil ich gucke ganz gerne noch Leichtathletik und sowas. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, ja, und dann war auch schon wieder Zeit fürs Bett.
Ich kann mich im Moment irgendwie nicht so richtig aufraffen. Ihr kennt das ja vielleicht, ne? Wenn es dann heiß ist oder man dann einen Arbeitstag hatte und man denkt so, ja. Und wenn, dann komme ich nur so am Wochenende dazu, mal was aufzunehmen. Und auch da wird die Zeit halt immer knapper, weil die Kinder dann hier rumlaufen. Die Kinder, 19 und 21 Jahre, die gehen halt nicht mehr um 8 ins Bett. Ne? Und ich erhoffe mir natürlich, wieder mehr Content dann aufzunehmen, wenn ich krankgeschrieben bin und dann vielleicht einigermaßen wieder ein bisschen was machen kann oder so. Ne? Das wird dann lustig, wenn ich Sachen aufnehme, wo ich noch den Arm in der Schlinge habe und das Video kommt ein halbes Jahr später, wo ich eigentlich schon längst wieder fit bin. Scheiß drauf. Das ist ja das Positive bei Retro. Was schon alt ist, der C64 oder so, ob ich jetzt heute was aufnehme und das in einem halben Jahr bringe oder morgen, ist eigentlich furzpiep egal. Ich bin ja nicht auf der neuen Welle, dass ich immer alles, was gerade neu auf dem Markt ist, kaufen und zocken muss. Das letzte Game, was ich mir im Original gekauft habe, oder beziehungsweise das Download, ist Last Epoch gewesen. Also es ist so ein Diablo-Klon, aber in gut. Habe ich aber jetzt auch schon länger nicht mehr gezockt. Und ich kann mich selbst zum Zocken eigentlich kaum aufraffen. Das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mich mit PC-Emu wieder ein bisschen befasst und habe da jetzt mein Windows 98 SE-System drauf aufgesetzt und habe da Have a Nice Day 2 drauf installiert, weil das habe ich im Original, das steht da oben unten irgendwo. Das will ich auch nochmal genauer vorstellen, die Box und so weiter, und will da Gameplay von machen. Es kann aber auch sein, dass ich Gameplay mache von Sachen, wo ich, ja, sagen wir mal, jetzt über einen Emulator laufen lasse oder so. Einfach weil es da im Moment einfacher ist. Die Hürde, da was aufzunehmen, ist nicht so hoch, wie jetzt den ganzen Kram aus dem Schrank zu holen und anzuschließen. Vor allem jetzt im Moment nicht, wo es gerade so heiß ist. Ne, seht mir das nach, es kommt ja immer mal wieder was. Und irgendwann kommt dann wieder eine Phase, wo ich wieder richtig Gas geben kann und dann was produzieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen unterhalten. Habt ihr auch welche von den Filmen? Kennt ihr die? Sucht ihr die auch noch? Wie findet ihr die? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen haben sollte, würde ich mich freuen über ein Like. Noch besser wäre natürlich ein Abo meines Kanals. Und wir schauen mal, wohin die Reise noch weitergeht. Ansonsten sage ich, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.